Nicht nur im Goldrausch. Auch das Dinosaurierfieber hatte den Wilden Westen erfasst. Hier in Wyoming und im benachbarten Colorado wurden tonnenweise Dinosaurierknochen gefunden. Und sie waren ebenso wertvoll wie pures Gold. Diese Entdeckungen sollten eine der schmutzigsten und bösartigsten Fäden in der Geschichte der Paläontologie entfachen. Nicht mehr Europa, sondern Amerika war nun das gelobte Land der Knochenjäger. Die Goldsucher und Dinosaurierjäger, die auf der Suche nach Ruhm und Reichtum gegen Westen aufgebrochen waren, fanden sich in einem rauen Land wieder. Noch war der Westen Amerikas Indianerland. Und während General Custer bei Little Bighorn von den Sioux vernichtend geschlagen wurde, gruben Dinosaurierjäger ganz in der Nähe nach den Knochen der prähistorischen Giganten. Selbst als der Schlachtenlärm nicht mehr zu überhören war. Entlang der Randstellungen von Custers Truppen holten sie die fossilen Überreste von Dinosauriern aus dem Boden, ehe ein Rivale ihnen zuvorkommen konnte. Gleich nach diesen paläontologischen Pionieren kamen Eisenbahnarbeiter in diese Gegend. Auch sie fanden tausende Dinosaurierknochen, als sie dem eisernen Pferd einen Schienenstrang durch den Westen schlugen. Hier in Como Bluff in Wyoming suchen Dinosaurierjäger noch heute nach den Gebeinen der schrecklichen Echsen. Jeder neue Fund beantwortet weitere Fragen über die urzeitlichen Riesen und ihre Lebensweise. Bob Bucker, Paläontologe von der Universität Colorado, ist den Spuren dieser frühen Pioniere gefolgt. Er wird von demselben Wissensdurst angetrieben wie seine Vorgänger vor mehr als 100 Jahren. Ich glaube, das Dinosaurierfieber hatte etwas mit dem damaligen Zeitgeist zu tun. Für die Eisenbahnarbeiter und die Landvermesser war diese Gegend Grenzland, nicht nur politisch oder ökonomisch. Hier stießen sie auch in wissenschaftliches Neuland vor. Wie konnten diese Streckenarbeiter damals wissen, dass sie Dinosaurierknochen gefunden hatten? Sie wussten es nicht. Als sie hier in Como Bluff erstmals auf riesige Knochen stießen, hielten sie das Gestein für viel jünger. Sie dachten, dass es im Zeitalter der Säugetiere abgelagert worden war. Also meldeten sie per Telegramm der Yale-Universität, dass die Knochen von einem gigantischen Faultier stammen. Doch zwei Professoren von der Westküste, Edward Drinker Cope von der Universität Pennsylvania und Orfril Charles Marsh von der Yale-Universität identifizierten die Funde als riesige Dinosaurierknochen, die alle bis dahin entdeckten Fossilien in den Schatten stellten. Beide waren wohlhabende Männer, die gutes Geld zahlen konnten, um in den Besitz der Knochen zu kommen. Bis 1870 galten sie als befreundete Kollegen. Doch nach einem akademischen Disput wurden sie zu erbitterten Rivalen, die einander mit allen Mitteln bekämpften. Als Marsh 1877 einen 30 Tonnen schweren Dinosaurier ausgrub, brach offene Feindschaft zwischen den beiden aus. Die Knochenkriege hatten begonnen. Waren sie bloß Rivalen oder waren sie dem Dinosaurierfieber völlig verfallen? Ja, und wie? Cope aus Philadelphia und Marsh aus New Haven wollten beide die Knochen aus dieser Gegend besitzen. Marsh war als erster hier in Como Bluff, durchkämmte das Land von oben bis unten und fand viele leicht zu bergende, wertvolle Knochen. Für Cope und Marsh war es ein Kampf um das akademische Überleben. Keiner wollte es zulassen, dass dem anderen gute Fossilien in die Hände fielen. Lieber zerstörten sie die Knochen, bevor sie der Rivale bekommen sollte. Legenden erzählen, dass die beiden sogar Gangster anheuerten, die dem Gegner seine Funde abjagen sollten. Und was sie nicht stehlen konnten, sollten sie zerschlagen.
Cope heuerte die Hubble-Brüder an, zwei Galgenvögel, die die Knochen stehlen sollten. Sie kamen über diesen Hügel, als Marshs Männer da drüben arbeiteten und erbeuteten das Skelett eines Allosaurus, das sich heute in New York befindet. Wurde während der Knochenkriege jemand getötet? Nein, Schüsse fielen nur in der Presse. Wären aber akademische Schmähungen ein klagbarer Tatbestand gewesen, hätten sich die beiden sicher vor den Richter gezerrt. Am Ende der Knochenkriege hatten Cope und Marsh mehr als 120 neue Dinosaurierarten gefunden und benannt. Bei Como Bluff fanden sie kleine Pflanzenfresser wie Dryosaurus und Laosaurus, größere wie den Stegosaurus und die Giganten Diplodocus und Apatosaurus. Und dann die Fleischfresser Ceratosaurus und den großen Allosaurus, vor dem kein Pflanzenfresser sicher war, war er auch noch so groß. Nicht mehr Europa, sondern Amerika war nun in Sachen Dinosaurier Nummer 1. Die Knochenkriege, die Cope und Marsh ausgelöst hatten, währten 12 Jahre und wurden vor allem wegen der Seltenheit vollständiger Skelette mit übelsten Methoden geführt. Doch auch heute ist die Wahrscheinlichkeit, ein vollständiges Skelett zu entdecken, sehr gering. Es gehört schon viel Glück dazu, einzelne Dinosaurierknochen zu finden, die die Jahrmillionen unbeschadet überstanden haben. Als Geologe weiß Christine Turner über den Prozess der Versteinerung Bescheid und erklärt, wie Dinosaurier, nachdem sie gestorben waren, vom Gestein begraben wurden und heute wieder als Fossilien die Oberfläche erreichen. Die Dinosaurier haben das Buschwerk am Ufer dieses Flusses durchstreift. Schließlich sind sie umgekommen, vielleicht beim Versuch, den Fluss zu überqueren, vielleicht während großer Trockenheit, vielleicht fielen sie einem Räuber zum Opfer, wie auch immer. Ihr Skelett zerfiel in seine Einzelteile, löste sich in die einzelnen Knochen auf. Während eines Sturms wurden diese Knochen von den Fluten den Fluss hinuntergerissen und einer davon an den Strand geschwemmt, wo er auf einer Sandbank zu liegen kam. Als sich das Wasser mit der Zeit zurückzog, wurde Sand über dem Knochen abgelagert, bis er vollständig vom Sand begraben war. Danach legten sich immer weitere Sedimentschichten über den Knochen, bis er sich schließlich 2,5 Kilometer unter der Oberfläche befand. Wie wurde er wieder ans Tageslicht transportiert? Den Ablagerungen folgten Perioden der Gebirgsbildung, in denen sich die Sedimente hoben. Und als sich der Fluss durch die Berge fraß und Schluchten formte, schnitt er sein Bett auch durch die Schicht, die den Dinosaurierknochen enthielt, und legte ihn schließlich frei. Manchmal finden Dinosaurierjäger eine paläontologische Schatzkammer, wie hier im Dinosaur National Monument im US-Bundesstaat Utah. So reich an Fossilien ist dieser ehemalige Steinbruch, dass man die Knochen im Fels beließ und das Museum rundherum baute. Hinter mir befindet sich die Oberfläche einer 150 Millionen Jahre alten Sandbank, die ursprünglich horizontal verlief, doch schließlich aufgefaltet wurde. In dieser Sandbank finden sich die Überreste von ungefähr 11 bis 12 verschiedener Dinosaurierarten. Vorwiegend sind es die großen Pflanzenfresser wie der Brontosaurus. Doch hier sind auch zwei Fleischfresser vertreten, der mächtige Allosaurus und der etwas kleinere Ceratosaurus. Diese reichen Fossilienfunde zeigen aber nur einen kurzen Moment des Zeitalters der Dinosaurier. 150 Millionen Jahre lang kamen immer neue Arten auf und verschwanden wieder. Doch was sind Dinosaurier eigentlich? Wo liegen ihre Ursprünge? Und welche Artenvielfalt haben sie entwickelt? Die Dinosaurier lebten nur während des Erdmittelalters, von der späten Trias vor etwa 220 Millionen Jahren über Jura bis zur Kreidezeit, die vor 65 Millionen Jahren zu Ende ging. Sie sind Reptilien, die sich durch zwei Eigenschaften von allen anderen Reptilien unterscheiden. Zum einen waren sie alle Landtiere, im Gegensatz zu den riesigen Meeresechsen und den Flugechsen, die oft für Dinosaurier gehalten werden. Zum anderen sind die Dinosaurier die einzigen Reptilien, bei denen sich die Beine direkt unter dem Körper befinden. Bei allen anderen, etwa bei den Krokodilen, sind sie seitlich abgewinkelt. Diese Beinanordnung
die derjenigen der Vögel und Säugetiere ähnelt, war Voraussetzung, um ihr oft enormes Körpergewicht zu tragen. Aus den Urreptilien, die als erste Tiere das Land erobert hatten, gingen die Archosaurier hervor. Während andere Arten, die großen Meeresechsen, wieder ins Wasser zurückkehrten, eroberten die Flugdrachen, Verwandte der Archosaurier, den Luftraum. Die Archosaurier selbst, die auch die Stammväter der modernen Krokodile sind, kämpften mit den sogenannten säugetierähnlichen Reptilien um die Vorherrschaft auf dem Land. Mit mächtigen Fleischfressern wie dem drachenähnlichen Dimetrodon oder dem hundsgesichtigen Cynognathus. Während die Archosaurier, die aussahen wie langbeinige Krokodile, eine beachtliche Artenvielfalt entwickelten, starben die säugetierähnlichen Reptilien aus. Und während ihre Nachfahren, die ersten echten Säugetiere, die ökologische Nische von nachtaktiven Aasfressern einnahmen, entwickelten sich aus den Archosauriern die Vordinosaurier. Von Tieren wie diesem Staurikosaurus ausgehend, spaltet sich der Stammbaum der Dinosaurier in zwei große Linien auf, die man anhand ihrer Hüftknochen unterscheidet. Die Saurischier, deren Hüftknochen die normale Reptilstruktur aufweist, unterteilen sich wieder in zwei große Gruppen. Zum einen in die Theropoden, die räuberischen Fleischfresser. Einer der frühesten Vertreter ist Coelophysis, der bereits Ende der Trias auftauchte, jedoch bald wieder ausstarb. Doch ihm folgten die großen Raubdinosaurier, die Jura und Kreide beherrschten. Der Dilophosaurus, der Daspletosaurus und der gehörnte Carnotaurus. Und Tyrannosaurus Rex, das größte Raubtier, das je die Erde bevölkerte. Daneben entwickelten sich kleinere Arten, etwa der mit einer fürchterlichen Kralle bewaffnete Deinonychus, der in Rudeln jagte. Und sehr seltsame Arten wie der zahnlose Ornithomimus, der Baryonyx, der sich von Fischen ernährte, und der nur 70 cm große Compsognathus, aus dem sich über den Archaeopteryx die Vögel entwickelt haben sollen, als einzige heute noch lebende direkte Verwandte der Dinosaurier. Die andere große Gruppe der Saurischier sind die gigantischen Elefantenfußdinosaurier, die alle Pflanzenfresser waren. Aus Frühformen wie diesen Plateosauriern entwickelten sich die Riesen. Tiere mit einer Körperlänge von 30 Metern und einem Gewicht von 40 Tonnen, die in Herden das Land durchstreiften, um ihre Jungen vor angreifenden Raubdinosauriern zu schützen. Neben dem massigen Brontosaurus und dem giraffenartigen Brachiosaurus gab es auch einige ungewöhnliche Arten, wie den riesigen Mamenchisaurus, der den längsten Hals aller Dinosaurier hatte. Ihre Blütezeit erlebten diese Giganten im Jura. In der Kreidezeit zeichnete sich ihr Untergang bereits ab. Die Ornithischia, deren Beckenknochen dem der Vögel ähnelt, stellen die zweite große Familie im Stammbaum der Dinosaurier. Sie waren allesamt Pflanzenfresser und zeichneten sich durch eine deutlich größere Artenvielfalt aus. Die sogenannten Vogelfußdinosaurier waren kleine bis mittelgroße Tiere, die sich meist auf zwei Beinen fortbewegten. Dieser Dryosaurus wurde kaum länger als 3 Meter. Doch es gab auch bis 10 Meter lange Arten, den Camptosaurus oder das berühmte Iguanodon mit seinem stilettartigen Dorn auf der Vorderhand, das auf der Flucht wahrscheinlich alle 4 Gliedmaßen gebrauchte. Gegen Ende der Kreidezeit tauchte eine neue Gruppe auf. Die Hadro- oder Entenschnabeldinosaurier, wie dieser Parasaurolophus, hatten eigenartige Schädelfortsätze ausgebildet und lebten in riesigen Herden. Der Maiasaurus zeichnete sich sogar durch eine hochentwickelte Brutpflege aus. Eine weitere Ornithischia-Gruppe sind die Stacheldinosaurier mit ihrem berühmtesten Vertreter, dem Stegosaurus. Mit seinem dornenbestückten Schwanz konnte der wendige Riese heftige Schläge austeilen. Die großen Knochenplatten auf dem Rücken der Tiere dienten in erster Linie als Sonnenkollektoren, mit denen sie ihre Körpertemperatur regulierten. Wahre Bulldozer waren die Panzerdinosaurier, von denen es viele verschiedene Arten gab.
Die massigen Tiere schützten ihren Körper mit dicken Hornplatten und Stacheln und verteidigten sich mit ihrer Schwanzkeule gegen angreifende Tyrannosaurier. Bizarre Ornithischier waren die Pachycephalosaurier.